Wir können den Führer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Мы знакомы. Мы несколько раз виделись в Кремле до войны. Я был тогда атташе немецкого дипломатического корпуса. Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Нам это известно. Это невероятно. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира между нашими государствами, понесшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили бы со мной мир в подобной ситуации? Такова моя задача. Тогда доложите вашему новому правительству следующее. Все капитулирующие должны сложить оружие. Вот тогда и поговорим. На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы. Holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Kemka? Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Was? Bist du verrückt? Wo soll ich denn jetzt so viel Benzin herkriegen? Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Wozu braucht er denn so viel Benzin? Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Ziehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Ich bin schön, dass es eben durchgekommen. Vielen Dank, Feuerwehr. Telegramm von Göring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. There's no reason for me to go on. What? What am I fighting for? Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Gruppenführer Fegelein ist tot. Wieso behaupten Sie, ein Angriff fängt sei unwahrscheinlich? Eine große Verantwortung liegt darauf Ihren Schulden. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler bei uns als Führung.
Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter?